Daniel, 2-1 gegen den FC Frederica. Man hat den Jungs die fehlende körperliche Frische angemerkt, oder? Ja, die Jungs sind komplett platt. Also es ist jetzt auch, summiert sich natürlich über die Woche und wir haben ja auch schon ein Spiel in den Beinen. Das hat man gesehen. Ich war durchaus zufrieden, weil wir ein verbessertes Positionsspiel beim Anlaufen hatten, was so diese Woche der Schwerpunkt war. Ich glaube, dass wir nicht mehr so wild draufgestürzt sind, sondern bessere Elemente hatten. Der Zugriff fehlt dann manchmal, weil im Moment die Spritzigkeit fehlt, dann auch mit dem Ball anzukommen und den letzten Druck auszuüben. Das war in Ordnung. Spielverlagerung viel zu selten, machen ein überragendes Tor, wo wir es dann mal spielen. Wir haben eigentlich immer gute Chancen gehabt. Das war nämlich der zweite große Schwerpunkt diese Woche. Da würde ich mir wünschen, dass wir das ein oder andere Mal einfach noch öfter umsetzen. Ansonsten hat man gesehen, da waren alle Lampen an, die Jungs haben sich gequält und von daher war es aber okay. Und morgen kriegen die Jungs frei, Nachmittag? Morgen Nachmittag ist dann der erste freie Nachmittag. Ich glaube, es ist auch nötig. Also die können sich nicht mehr bewegen und von daher wird es auch Zeit, dann mal eine kleine Ruhepause einzulegen. Vielen Dank. Danke. Ich habe den Trainer vom FC Frederica, Herrn Andersson, vor der Kamera. Waren Sie zufrieden mit dem Test? Ja, ich war sehr zufrieden. Wir spielen gegen eine klasse Mannschaft in Dänemark. Wir haben keine Mannschaft wie dies in unserem Turnier. So, ich bin sehr zufrieden. Meine Spieler sehr, sehr gut gemacht heute. Vielleicht eine Tour mehr, aber okay. Und spielt ihr in Dänemark um Aufstieg in die erste Liga? Ja, letzte Saison. Und auch hoffe ich diese Saison. Ich will gerne im Superliga, aber viele gute Mannschaften in Dänemark auch. Dafür wünsche ich mir viel Erfolg. Ja, natürlich.